Um was ging es bei dem Streit? Keine Ahnung, aber sie haben sich angeschrien. Die Steinmann ist ein Psycho. Ich habe das nur überlebt, weil ich genug Steine auf mir trage. Sie zeigte auf eine Kette, die sie um den Hals trug. Ich nickte und versprach ihr, mich um den Verbleib der verschwundenen Frau zu kümmern. Als ich spät nachts meine Klientin besuchte, werkelte diese in einem Garten. Sie zeigte auf eine Kiste. Was ich da sah, ließ meinen Magen zucken. Das sind Regenwürmer. Die sind harmlos. Sie züchten Regenwürmer? Gehen Sie angeln? Nein, die sind für die Salbe. Was? Sie verwursten Regenwürmer zu einer Salbe? Niemand wollte die Salbe meiner Großmutter herstellen. Oh. Dabei wirkt sie Wunder. Die Menschen ekeln sich vor Regenwürmer, aber das ist Blödsinn. Ich lasse die Würmer durch den Fleischwolf und verarbeite sie mit einigen Duftstoffen und anderem zu einer Salbe. Es gibt nichts Besseres gegen das Altern. Sie sollten die Salbe auch einmal ausprobieren. Langsam begann ich, am Geisteszustand meiner Klientin zu zweifeln. Doch sollte ich sie deshalb gleich des Mordes verdächtigen? Noch gab es weder ein plausibles Motiv, noch einen Beweis, der meiner Klientin gefährlich werden konnte. Da meine Klientin noch immer eine Verschwörung ihrer ehemaligen Angestellten vermutete, war es an der Zeit, die netten Damen miteinander zu konfrontieren. Ich trommelte das Trio am nächsten Morgen in meinem Büro zusammen. Besitzen Sie keine Espressomaschine mit diesen praktischen Kapseln? Sowas kann ich mir nicht leisten. Die Maschinen kriegt man beinahe umsonst. Aber die Kapseln kosten ein Vermögen. Das ist wie mit den Tintenstrahldruckern. Mein Magen verträgt keinen Kaffee auf nüchternen Magen. Ich könnte den Kaffee mit ein paar Regenwürmern würzen. Regenwürmer? Geht's? Hat Maloney dein Geschäftsgeheimnis herausgefunden? Jeder, der danach fragt, kriegt eine klare Antwort, was alles in der Salbe drin ist. Wie hast du gesagt, dass da Lumbricidae drin ist? Das ist der lateinische Name des Regenwurms. Was kann ich denn dafür, dass dein Spatzengehirn sowas nicht checkt? Du solltest dich nicht über uns lustig machen. Wir wissen, was du mit Lucia Schmid getan hast. Genau! Wer ist Lucia Schmid? Auch eine unzuverlässige und schlampige Angestellte. Sie hat alles stehen und liegen lassen und ist mit einem Typen nach Südfrankreich abgehauen. Dafür gibt es keine Beweise. Und ob es die gibt? Sie hat mir eine Ansichtskarte geschickt. Dann wäre das zumindest geklärt. Ich glaube kein Wort. Für die Liebe würde ich mein Leben nicht aufgeben, aber für einen reichen Mann schon. Reiche Männer stehen auf Frauen mit Klasse oder mit tollem Body. Du hast weder noch zu bieten. Oh, mein Body sieht tausendmal besser aus als deiner. Mach dir nichts draus. Sie hat seit Jahren keinen mehr abgekriegt. Da wird man ein wenig seltsam. Mein Privatleben geht euch einen Dreck an. Ihr wollt mir schaden. Deshalb habt ihr gemeinsam Frau Grob getötet. Ach, du hast sie nicht mehr alle. Mir ist dein Geschäft sowas von egal. Hauptsache, ich hab nichts mehr mit dieser schmierigen Salbe zu tun.